Zuerst dachte ich, es wäre die Mutter, die ihre Babys trägt und das hat mich schon angeekelt, aber verdammt, es ist noch viel schlimmer als das. Normalerweise ist das ein einfacher Käfer, der ziemlich cool aussieht und sich um seinen eigenen Scheiß kümmert. Aber wenn er nur eine Larve ist, die versucht, über die Runden zu kommen, kann er das Pech haben, den Weg dieses Parasitoiden Tetrastichus zu kreuzen, der ihm seine eigenen Larven initiiert, die dann wachsen und den armen Käfer bei lebendigem Leibe von innen heraus auffressen. Gut, das reicht dann vorerst, ich bin raus.